Oh, hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Gameplay. Wie ihr seht, habe ich gerade eine Super Magic Chest bekommen. In einem Kampf, der eigentlich relativ eindeutig war. Aber da sagt man natürlich nicht Danke, nicht Nein. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Denn Super Magic Chest heißt ja auch immer Chance auf legendäre Karte. Und die nehme ich natürlich gern mit. Ich habe leider gerade eben einen Kampf, ein Spiel verloren gegen einen. Weil ich sehr dumm gespielt habe, sag mal so. Wie ihr schon seht, das Spiel, also das Deck des Gegners ist eigentlich gar nicht so gut. Das hätte ich auch eigentlich easy gewinnen müssen, aber ich habe einfach nur angegriffen, habe nicht auf die Defensive so richtig geachtet, habe ich dann ein bisschen verspekuliert und habe dann halt auch Fehler gemacht ohne Ende. Naja, passiert ist im Spiel, gehört zum Spiel dazu. So, ich habe eben wieder zum Glück ein Spiel gewonnen. Bin jetzt also wieder bei den 4337 Pokalen. Das ist leider ein bisschen unter dem Rekord, wie ich gerade sehe. Ja, zwei Pokale, das ist auch im Rahmen. Aber das Spiel möchte ich euch mal zeigen von eben. Gegen Jean Neymar. Das Koboldfass am Anfang löst er sehr gut mit dem Kampfholz. Ich will mein Riesenskelett. Er kommt mit seiner Pumpe. Ich war mir relativ sicher, dass es kein Lava-Hund ist, deswegen spiele ich erstmal die Megalakai. Sein Turm erhält 4 Schaden und fällt im ersten Angriff. Wir haben noch keinen Schaden kassiert. Er kommt mit dem Elektromagier und mit der zweiten Pumpe. Ich löse wieder souverän. Starte gleich den nächsten Angriff. Mache nicht zu viel Schaden. Sein Kampfholz kommt viel zu spät. Und somit macht er genauso wenig Schaden. Er kommt mit seinem Golem. Viel zu spät, finde ich. Hätte er eher spielen müssen. So konnte ich ihn mit meinem Massen an ja, Karten, die für Flächenschaden sind, einfach besiegen. Er kommt mit seinem nächsten. Hat kein Elixier für meinen Angriff. Verliert dadurch auch seinen zweiten Turm. Skelettarmee hat es ein bisschen geleckt gehabt, sonst wäre die Skelettarmee viel eher gekommen. Ich kann es aber wieder gut lösen. Verliere zwar den Turm jetzt noch, aber ich liege 2-0 vorne, also jetzt 2-1 und gewinne das Match souverän. Ja, Leute, also wenn es euch gefallen hat, wie ich die Super Magic Chest bekommen habe, dann lasst ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.